ist ja das Tolle an dem Race of Champions und auch Sinnbild für diese Veranstaltung. Oh, da hat es ihn aber zerlegt. Mächtiger Abflug von Dun. Der hat es rausgehauen. Da sieht man noch schön die Spuren. Er hat stehende Räder gehabt vorne. Sollten sie mal ein paar gelbe Flaggen raus haben. Vettel hat es noch gar nicht mitbekommen. Der Thailänder winkt aber nicht. Sehen Sie sich das mal an. Jetzt erst. Ja, jetzt ist er über das Ziel, boah. Also passt doch alles. Na ja, gut, aber könnte man mal vorher mal so ein Fädchen schwenken, ja? Also, Doohan hat da den Lamborghini mal sauber zerlegt. Ja, wenn man Sebastian Vettel attackieren will, dann da fährt muss man am Limit. Absolut und das alles geben. Vielleicht keine dann Frage. Mal drüber. Das ist, glaube ich, einer der bekanntesten Strecken natürlich in Australien. Ja, das ist das Top-Event da, das hat er gewonnen mit seinem Holden Commodore. Also das ist so ein bisschen wie ein aufgeblasener Opel Omega, möchte ich mal sagen, aus Australien. Aber die lieben diese Basics, so wie die Amerikaner auch mit ihrer NASCAR. So wollen die auch spüren, wenn Fahrzeuge sind. NASCAR ist hier das Stichwort. Ja, also die Serie vor Ort, Supercars in Australien, ich kenne die ein bisschen. Ist mal im Rabenprogramm gefahren von der Formel 1 in Melbourne und die Show ist grandios und die Autos sind durchaus auch schnell und alles, was der Zuschauer auch braucht, sind laut und wird wirklich hart gekämpft, Rad an Rad. Lautstärke ist das Motto für jetzt für den 8-Zylinder Chevy hier. Genau, das hört man schon brummen. Der mit dem manuellen Viergang da rumgewütet werden muss um die Kurven. Wir haben vorhin gesehen, Schumi, mit dem Fehler. Das ist jetzt derselbe Wagen, den er fährt. Also hoffen wir mal, dass er da den Fahrfehler aus dem gelernt hat. Erstes Halbfinale Deutschland. Michael Schumacher gegen Jamie Whincup, den Race of Champions Debütanten aus Melbourne. Guter Start. Schumacher, ein bisschen besser weggekommen. Hat den Grip gut auf die Straße gebracht. Wie gesagt, so ein bisschen gedrosselt, diese Euro-NASCARs, Racecars, ist ja so eine abgewandelte Serie, Ableger sozusagen und Schumacher vorne. Deutliche thailändische Helfer hat die Deutschland gerade falsch rum aufgehängt, das ist hoffentlich kein schlechtes Zeichen. Oh, Whincup hat da die Curbs mitgenommen und die sind hoch und da verliert man einfach nur. Da kann man heute fast nichts gut machen. Aber das Röhren, das ist der Hammer. Ja, viel Lärm und irgendwie geht doch nichts vorwärts. Das ist ganz witzig zu sehen, wenn du mal die Kurvengeschwindigkeit anschaust. Da ist der KTM natürlich schneller. Oh, Whincup wieder mit bösen Fahrfehler. Also Michael Schumacher ist auf dem besten Weg, das Ding hier nach Hause zu bringen. Vorentscheidung würde ich sagen. Der hatte zweimal die Curbs jetzt erwischt, wieder am Ausgang der langen Geraden der Australier. Und die sollte man hier tunlichst vermeiden, weil die Dinger einfach richtig hoch sind, sicherlich so 50 cm Asphalt hat man da aufgeschaufelt. In den anderen Jahren waren die besser zum Fahren, jetzt nicht. Michael Schumacher auf dem Weg so, das hat er zum jetzt auch ersten gut Sieg. Und diese letzte Abfahrt von der Brücke, wo es vorhin gebockt hat, die hat er jetzt gut hinbekommen. 1,17 ist aber eine gute Zeit, ja, mit dem Nesca. Also ich kann sagen, 1,17, da sind die Reifen wahrscheinlich schon endlich mal warm geworden jetzt. Ja, vorhin waren sie einiges langsamer mit dem. Da freut er sich. Na, Applaus bitte. Und ein bisschen freundlicher. Jetzt zeigt er sich doch topfit. Das hat dann doch irgendwie sich wieder ausgerichtet. Nachdem er wohl dieser Marathon-Tour, die wir vorhin auch ja noch gesehen haben, diesen Feierlichkeiten da irgendwie Tribut zollen musste. Klar, natürlich nach so einer Weltmeisterschaft. Brasilien, da ist noch nichts vorbei. Da geht erstmal die Siegesfeier los und die ist auch anstrengend. Und dann jetzt dieses Rennen natürlich noch. Hat ein bisschen glasige Augen gehabt, aber jetzt ist Adrenalin drin. Und jetzt ist er, glaube ich, wieder 100% da, wie man das auch jetzt bei den Rennen bis jetzt gesehen hat. Die Allradbombe aus Sant'Agata Bolognese. Der Gallardo. Mache ich mal einen Schlaumeier. Gallardo ist übrigens eine spanische Kampfstierrasse. Aha. Aha, schau mal. Siehst du? Wieder was gelernt. Ja, da haben wir was gelernt. So, guter Start von Sebastian Vettel. Gut weggekommen. Aber Doohan kommt ganz gut zurecht mit dem Fahrzeug, habe ich das Gefühl. Hält da ganz gut mit. Also der Vorsprung ist noch keine Bank für Sebastian Vettel. Ja, eine halbe Sekunde gerade mal. Ja. Weil Doohan jetzt auf der kürzeren Strecke, Vettel die lange Kurve. Die nimmt er gut, passt ihm gut. Allrad wieder ein anderes Fahrgefühl, muss man sich da wieder deutlich umstellen? Ja, man muss sich schon umstellen.
besonders so die erste Runde, glaube ich, ist ein bisschen schwierig, weil es braucht einfach eine Runde, bis man wieder drin ist. Jeder kennt die verschiedenen Autos, aber trotzdem, jetzt ist, glaube ich, dann jeder weiß wieder, jetzt bin ich im Lamborghini, jetzt muss ich so fahren. Da hat er berührt. Meines Erachtens berührt, da muss es ein Penalty geben für Sebastian Vettel. Jetzt ist die Frage, kann er 5 Sekunden Vorsprung rausfahren, wenn du und keinen Fehler macht? Meines Erachtens nicht. Und dann wird es richtig spannend hier in diesem Halbfinale, weil dann sehen wir danach einen Lauf Schumacher gegen Doohan nochmal zur Entscheidung. Da war der kurze Verbremser, das kann halt mal passieren hier. So, jetzt erwarten wir die Zieldurchfahrt, da wird er abgefunden als Sieger zunächst mal. Aber da haben wir direkt auch die Strafe im Bild und da gibt es 5 Sekunden drauf. Und dann hat Sebastian Vettel hier das zweite Rennen im Halbfinale abschenken müssen. Schauen wir mal, da guckt der Boss aber. Na, war das ein Jubel, den er da angedeutet hat? Ich weiß nicht, hat? Ob er die gelbe Karte gesehen hat, aber war eigentlich ziemlich eindeutig. Da bin ich mir nicht so sicher. Nee. Yellow Card, da sehen wir es. Hier sehen wir nochmal. Ja, da ist er von der Linie. Also wenn man die Außenbahn anschaut, ist richtig dreckig, ne? Da sehen wir es, den Fehler. So. Eine kurze Pause gönnen wir uns nach dem Schreck und sind dann gleich.